Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Airborne Kingdom. Ja, wir starten direkt und Moment, starten sollte man dann auch hier. Kurz auf Frame-Einbruch irgendwie. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal da vorne um. Wir müssen da jetzt da verschiedene Sachen finden. Und ja, das wird natürlich jetzt lustig werden. Ja, wir hatten ja so in der letzten Folge da so ein bisschen Vorlesestunde gehabt. Liege ich in die richtige Richtung? Ja, doch, so halbwegs. Einen Moment. Nein. Da will ich eigentlich hin. Das ist so mein Ziel. So. So langsam, aber sicher komme ich rein hier in die ganze Geschichte. Steuerungstechnisch. Einen Moment. Kurz nochmal geguckt. Karte. Jo. Richtig. Sehr schön. Dann schmeißen wir das Moped wieder an. Ich werde jetzt zügig vorankommen. Kohletechnisch ist alles in Ordnung. Nahrungstechnisch und wassertechnisch ist alles in Ordnung. Ich hoffe, dass wir hier in der näheren Umgebung noch einiges finden werden. An Ressourcen, was wir so brauchen. Achso. Moment. Also, wollte ich sogar mal ganz kurz pausieren. Wir können doch jetzt Dinge bauen. Und Dinge können wir uns bauen. Ressourcen. Nebenhütte? Nee. Lagerung? Auch nicht. Auftrieb? Ach nee, wir müssen das ja erst erfinden. Kaufen reicht ja nicht. Wir müssen die Sachen ja erst erfinden. Und da sind wir noch hier mit der Lagerung beschäftigt, mit dieser hier. Aber jetzt können wir das Ruder bauen, genau. Und bei den... Moment... Ressourcen, genau, jetzt die Glashütte. Alles klar. Ja. Cool. Ja, dann erstmal hier bitte schön weiter. So. Coole Sache. Ich sehe Wasser. Ist das Kohle? Kohle verkommen. Ja, Moment. Bevor wir und so hier leer laufen. Ich weiß, ne, man sieht hier, wir haben so einiges, aber. Was ist hier los? Ach, wir bekommen hier immer noch Holz. Ne? Ich glaube, wir brauchen, da war ja irgendwas. Muss ich vorsichtig sein. Ich darf jetzt hier nicht zu viel einlagern. Wo will er hin? Schon hier geblieben. 26, 60. Achso, Kohle ist voll. Nö, dann hier bitte schön alles sein lassen. Weiter geht's. Das ist ein sehr interessantes Gebirge hier, ne? Also was Brocken. Ah, genau, da war ja plus 1. Ah, alles klar. Ja, ich verstehe. Diese Kohlevorkommen hier immer noch, freue ich mich. Weg damit. Nein, du bist ist schon langsam. Manchmal ein bisschen seltsam. So. Ja, es ist natürlich die Frage, wo findet man hier was? Ne? Wir haben ja die Sache mit der Bibliothek. Wir haben das mit den Gärten. Da war noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe. Aber wo finden wir... Achso, hier, von wegen mit der Karte, ne? Dass man da irgendwie Dinge tun kann.
Wie soll man das finden? Ich hätte jetzt gerade auch gedacht, Kinder, von wegen dieses große Gebirge hier, also ne, dieses Riesenteil hier, dass da vielleicht irgendwas zu finden ist, hier von wegen der Bibliothek, da war ja irgendwie so ein Hinweis, ne, dass die da so an solchen Stellen vielleicht zu finden sind, aber das scheint nichts zu sein. Man kommt auch nicht nah genug ran. Also man kann zwar an das Königreich sehr nah ranzoomen, aber wir können hier nicht uns großartig hier die Gebirge oder so ansehen oder überhaupt die Landschaft hier. Irgendwie so einzelne Teile. Das ist alles sehr weit entfernt. Sagen wir es mal so. Okay, es hilft nichts. Wir machen erstmal weiter. Sein. Moment mal, das ist eine Ruine. Lass uns doch mal zu dieser Ruine fliegen. Und was ich auf jeden Fall machen kann und vielleicht auch machen sollte, ist hier so ein bisschen Weg. Auch wenn das jetzt nicht wirklich irgendwie was bringt in Hinsicht auf Holzverbrauch, so habe ich den Eindruck zumindest. So. Sehr schön. Nahrungsspeicher verbessert. Technologiebaum öffnen. Wir werden uns. Nein, nicht Auftrieb, sondern Antrieb. Ich würde mich erstmal hier um so einen Ruder kümmern wollen. Erzeugt Antrieb. Geringe Kosten, kein Treibstoff. Ein Arbeiter, wenig Tempo. Baukosten 5x Holz, 5x Lehmziegel und in 2 Stunden ist das Ding erforscht. Sehr gut. Dann, wo ist die Ruine? Da irgendwo. Das sieht sehr eindrucksvoll aus. Man würde sich das gerne so ein bisschen auch von der Nähe angucken, also ich zumindest. Geht leider nicht, aber nun gut, es ist wie es ist. Eine Reliktruine. Dann schicken wir mal einen Arbeiter los, der mir dann zumindest mit den Relikten da irgendwie was machen kann. So, hier sind wir auf Maximum, da geht nichts mehr. Das meiste sind jetzt hier irgendwelche Bäume, die wir da eingelagert haben, also Holz. Und wir haben 3 Relikte in der Ruine gefunden. Und noch sind sie nicht irgendwie unser. Versuch mal, unser Königreich noch kurz zu parken, wenn das geht. Ah, jetzt. Er ist zurück. Okay, wir haben 3 Relikte dazu gefunden. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir dieses andere Gedingse finden sollen. Fliegen wir so in die Richtung. Achso, nee, da geht's wieder zurück. Na, da sind sie auch wieder. Nee, das ist eigentlich nicht so mein Begehr. Ich würde ganz gerne auch an der Karte noch was sehen. Nahrungstechnisch und wassertechnisch stehen wir ganz gut da. Würde sagen, Ruder erforscht. Technologiebaum öffnen. Sehr gut. Wenn wir Ruder erforscht haben, Ressourcen wäre jetzt die Glashütte das nächste. Dann würde ich ganz gerne auch ein Ruder bauen. Antrieb. Ruder. Oh, Moment. Einen Moment mal eben. Das will jetzt gut überlegt sein. Wo setzen wir denn die Ruder da am besten hin? Moment mal eben. Ich mache erstmal Weg. Hier so. Und
da so. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Aber hier mal so ein bisschen Weg haben. Er greift irgendwie nicht immer. Ich muss da auch näher ran, ich sehe nichts. So, jetzt aber. Hervorragend. So, einmal hier Weg, einmal da Weg. Kamera, sein Wendekreis, der ist ja enorm. So, Weg, Weg, Weg. Moment, hier vielleicht auch Weg. Bis hierhin. Geht das? Das geht hervorragend. So, jetzt aber. Okay, einmal hier lang. Und einmal da lang. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt die Sache mit den Rudern. Glashütte ist auch erforscht. Wir machen hier erstmal den Technologiebaum, mache ich erstmal dicht. Ich hatte erst gedacht, erst ein Ruder, aber vielleicht sind mehrere Ruder gleich, vielleicht bevor noch ein besser. Ich weiß es nicht so hundertprozentig. Wir probieren das mal aus. Antrieb. Wir schnappen uns da mal hier so ein Ruder. Hallo? Hörst du dich? Wieso kann das nicht rotieren? Hey. Ach, ich verstehe. Ach, Ruder, ja, logisch. Nee. Ich hätte gedacht, hier hinten, aber da macht ja keinen Sinn. Moment. Augenblick. Da. So, Moment mal, wo bin ich jetzt? Okay. Da hätten wir einen neuen Ort. Den wir noch nicht kennen. Also irgendwie so ein anderes Königreich. Von der Größe nach würde ich davon ausgehen. Wir sollten uns mal so langsam auch Sorgen machen bezüglich Nahrung und so. Noch sieht es einigermaßen gut aus. Einmal parken, bitte. Felder von Akromatz. Akromatz wird von bestelltem Land umgeben, doch die Felder zeigen sich verdorrt und verwahrlost. Wir können die Königin um eine Audienz bitten, um ihr Leid zu begreifen und sie dazu zu ermutigen, sich unserer Sache anzuschließen. Umgeben von wenigen Feldern und raren Wasserquellen arbeiten die Bauern unermüdlich. Sie können ihr Volk versorgen, gerade so. Auszug aus Königreich unserer Zeit von Muluab, dem zweiten Chronisten. So, wir fragen nach Schätze, Entwürfe, wir wollen Ressourcen. Wir sprechen erstmal mit der Königin, nach Missionen. So.
Wir sprechen mit der Königin, die voller Sorge ist. Das Grundwasser unter Agromatz fließt nicht mehr. Und so sind die Gewässer in der Nähe verunreinigt. Ihre Ernte, die einst der Stolz des Reiches war, reicht kaum für ihr eigenes Volk. Das unterirdische Wasser wird von einer Pumpe bewegt, die vom einstigen Königreich der Lüfte erbaut wurde. Möglicherweise muss sie repariert werden, doch keine tapfere Truppe schaffte es durch die Einöde. Die Königin markiert den vermuteten Standort der Pumpe auf unserer Karte. Wenn wir dem Reich zu alten Glanz verhelfen und ein Bündnis schmieden wollen, müssen wir beweisen, dass wir so gut bauen wie die Alten. Die gramerfüllte Königin hielt einen Wasserkelch in ihren zitternden Händen und verschüttete ihn auf dem Boden zu unseren Füßen. Kränkliches Rot und garstiger Gestank breiteten sich aus. Kenne ich irgendwoher aus einem anderen Spiel. Ich bin schweißbar. Aus Tagebücher unserer Reisen von Mulab, dem zweiten Chronisten. Wir werden die uralte Wasserpumpe finden. Ja, auf jeden Fall. So, nee, handeln und so weiter. Wir machen erstmal hier mit unseren Sachen dann entsprechend weiter. Und, ja. Weil ich da rot, weil warum sind da Sachen rot? Ich gehe mal hier auf Pause. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Ausrufezeichen. Ah, kein Forschungsprojekt. Achso, deswegen. Ah, ist einfach nur ein Hinweis, dass wir im Augenblick nichts erforschen. Und vielleicht dadurch wertvolle Zeit und Möglichkeiten verschenken. Das ist natürlich nachvollziehbar. Was haben wir denn hier Schönes? Das Stadtzentrum. Erhalten mehr Ressourcen zurück, wenn du Gebäude umstellst oder abreißt. Stadtzentrum abreißen? Ist das sinnvoll? Aber es kann sinnvoll sein, auf jeden Fall die Ressourcen zurückzugewinnen. So, Wohnblöcke können bis auf 2 Etagen gestapelt werden. 8 Stunden machen wir. Wie geht's? Achso, okay. Karte. Ah, okay. Das ist schön. Da sind wir gar nicht so weit dann davon entfernt. Wir brauchen aber selber erstmal Ressourcen. Ich würde ganz gerne, ja gut, es geht halt noch, ne? Trotzdem würde ich ganz gerne Nahrung und Wasser nachtanken. Kohle sieht noch gut aus. Räume sowieso, da haben wir am wenigsten Probleme. Finde die uralte Wasserpumpe, Felder von Agomatz. Das Ackerland der Felder von Agomatz ist verdorrt, die nahen Oasen schmutzig. Wir müssen uns die Wasserpumpe ansehen, die das Grundwasser unter Agomatz in Bewegung hält. Das wird gemacht. Ja, und dann hier die Sache mit den Wundern. Da das, ja, das kenne ich ja. Kennen wir. Aus. Weg. Hey, da. So, weiter geht's. Jetzt mal hier ein bisschen rotieren. Moment, was ist das? Kohlevorkommen. Eine Kohle brauche ich keine. Gibt's überhaupt kein Wasser jetzt, weil ich mit der Pumpe da irgendwie Probleme haben. Oh, das sieht schlecht aus, wenn die Oase ist leer, logischerweise. Das ist nicht so gut. Ist hier irgendwas in der Nähe? Was ist das? Lehmvorkommen interessiert mich überhaupt nicht, aber da gibt es Wasser. Da würde ich ganz gerne hinfliegen. So. Einmal hier auf unser Königreich zentrieren. Zentrieren. Ja. Ich sag ja schon nichts mehr. Das Teil haben wir noch nicht erforscht. Das müsste, ja genau, das ist komplett neu. Alles klar. Direkt eine Ruine in der näheren Umgebung, das ist auch nicht verkehrt. Er freut mich sehr. So, ja, da mit den Rudern, da muss ich gucken. Da geht mit Sicherheit noch ein bisschen mehr. Ich
meine, unser Vogel hier wäre schon etwas schneller geworden. Oder bilde ich mir das nur ein? So, einmal bitte hier Wasser tanken. Und, so viel wie geht. Ja, wir sind aber gut dabei. Und dann müsste ich dann halt auch noch nach Nahrung gucken. Damit wir unseren Nahrungsbestand entsprechend aufrechterhalten. 29 von 55. Anklicken, Flieger ausschalten, gucken, was ist als nächstes da in der Nähe, was hat? Leben, interessiert mich nicht. Eine Reliktruine, da schickt man direkt mal einen Arbeiter hin, wenn wir gerade mal hier in der Nähe sind. Was ist das? Dickicht, oh, das ist cool. Bin ich da hin? Hervorragend. So, was bringt der mit? Wird es nicht angezeigt? Vier Stück hat er gefunden. Cool. Haben jetzt insgesamt 7. Das ist sehr, 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 sehr gut. Da vorne gibt es Nahrung. Auch da sorgen wir jetzt dafür, dass hier unsere Leute entsprechend nahrungstechnisch versorgt bleiben. So, Moment. Wollen wir hier nochmal so den Schwenk hier machen? Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann, wenn nichts dagegen spricht, in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Ich danke erstmal dafür, dass ihr bis hier dabei seid und das Ganze euch mit mir zusammen antut. Ja. Also. Ich ringe ein bisschen mit Worten, wie ihr merkt. Königreich der Lüfte oder Airborne Kingdom gefällt mir persönlich sehr gut. Also macht mir sehr viel Spaß. Es ist sehr ruhig, es ist sehr entspannt. Passiert ein bisschen wenig. Ne? Es ist einfach so. Man macht im Prinzip eigentlich immer das Gleiche. Man versorgt halt das Königreich mit den entsprechenden Nahrungsmitteln, mit den Ressourcen, die es braucht. Und fliegt halt mal hierhin und fliegt halt mal dahin. Ich weiß nicht, wie spannend das für ein Let's Play ist. Ihr könnt mir da gerne mal entsprechende Rückmeldung geben. Ja, also wie gesagt, also mir macht das Spiel wirklich Spaß. Also es ist, auch wenn ich hier an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht mal so ein bisschen rummecker, das ist also dann schon immer so Meckern auf hohem Niveau, wo ich irgendwelche Kleinigkeiten dann anmerke. Wobei das eine oder andere sich dann vielleicht relativiert, wie beispielsweise mit der Karte, ne, wenn wir da die Möglichkeit haben, da entsprechende Verbesserungen zu erzielen mit der entsprechenden Technologie, die wir noch finden müssen. Ja, das Spannende wird jetzt halt sein, zum einen halt jetzt hier diesem Königreich zu helfen, ne, mit dem Wasser da vorankommen. Dann die Sachen, die wir da finden müssen, ja, die drei Geschichten. Das wird ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie das wird. Keine Ahnung. Ich muss mir das nochmal durchlesen. Vielleicht finde ich dann irgendwie nochmal einen Hinweis, worauf man achten muss, was man machen muss, um da die entsprechenden Dinge bekommen zu können, die wir da benötigen. Schauen wir mal. Ja, ich kratze mich dann da an. Oh, Jungs. ja.
Gibst du im Augenblick so ein bisschen ambivalent bezüglich halt der Geschichte mit dem Let's Play? Da waren andere Spieler so, also selbst so Sachen wie Foundation, die ja auch recht friedlich sind und aber da war irgendwie mehr Abwechslung insgesamt, habe ich zumindest so in der Erinnerung, als jetzt hier. Auf der anderen Seite, wir sind ja auch erst seit relativ kurzer Zeit dabei. Das ist noch alles sehr neu, noch alles sehr frisch. Ich tue mich ja immer noch schwer, so mit ein paar Steuerdingen und hier mal zu gucken und da mal zu gucken, so halt, wenn mich so in dieses Spiel so ein bisschen einzufuchsen. Aber auch das kommt jetzt. Immer mehr. Ja, also ich würde erstmal noch abwarten wollen. Ja, also bevor ich jetzt die Flinte direkt ins Korn werfe und sage irgendwie so, also für Let's Play vielleicht nicht so unbedingt zu gebrauchen, würde ich jetzt persönlich erstmal noch mal ganz gerne weitermachen und gucken, was man da noch so machen kann und was eventuell noch gibt. Vielleicht bin ich auch einfach zu vorsichtig und zu zurückhaltend in meiner Spielart. Das kann natürlich auch durchaus sein, dass den Schuh ziehe ich mir immer an, ja, also das erstmal, ne, weil man sagt ja immer so, ne, der Fehler sitzt immer vor dem Monitor, ne, das ist ganz klar. Guck mal, aber wie gesagt, ihr könnt ja gerne euch dazu äußern, wenn ihr mögt, ja, immer alles geht, nichts muss, oder beziehungsweise alles kann, nichts muss, ne, wenn ihr euch da irgendwie zu äußern möchtet, wie gesagt, würdet ihr das gerne machen. Vielleicht kennt ja auch der ein oder andere von euch das Spiel. Bitte nicht spoilern, aber wenn ihr irgendwelche konstruktiven Vorschläge habt, ja, dann raus damit. Da bin ich immer für offen, gar keine Frage. Ansonsten müssen wir mal schauen. Ja, also wie gesagt, ich warte jetzt erstmal ab. Also die Geschichte hier, ne, also für diese Woche wird sowieso zu Ende geführt. Ist sowieso nur noch eine Folge, die ich jetzt gleich noch aufnehmen muss. Und die nächste Woche wird auch passieren. Also da ist jetzt nicht, dass ich sage, irgendwie ich ziehe hier sofort die Reißleine oder so. Und dann schauen wir mal, was sich so im Laufe dann der nächsten Woche so ergeben wird. Und ihr habt bis dahin auch jede Menge Zeit, ne, da entsprechend euch zu äußern, wenn ihr das denn möchtet. Ja, gucken wir mal. Ich danke erstmal auf jeden Fall für euer Dabeisein bis hierhin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Ich denke mal, es wird irgendeine Entscheidung dann kommen, sei es von eurer Seite, sei es von meiner Seite. Ich werde es ja auch an den Views-Zahlen sehen, an den Leuten, die hier zuschauen, ob das Ganze hier ankommt oder nicht. Ja. Schauen wir mal. Okay. Manche Sachen brauchen auch einfach Zeit, bis sie sich so entwickeln können. Das kommt auch noch mit dazu. Ja, das ist, die Spiele sind halt alle unterschiedlich. Ja, Gott sei Dank. So, jetzt bin ich aber endlich raus. Genug gepredigt und erzählt. Wie gesagt, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ich wünsche euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.